von Stuttgart Degelhoff und mich fasziniert das Lied Ich stehe an deiner Krippe hier total. Ich mag den Gedanken, der da drin geäußert ist, dass wir als Menschen nicht erst perfekt sein müssen, damit Gott in unsere Welt kommt. Du musst nicht alles im Griff haben, damit Gott dich liebt. Es ist okay, dunkle Flecken im Herzen zu haben. Es ist okay, vielleicht sogar dunkle Geheimnisse zu haben oder auch in manchen Beziehungen gerade mal Streit zu haben. Das schreckt Gott nicht ab. Im Gegenteil. Dadurch, dass er in einer dunklen Welt, in einer dunklen Krippe, wo es zugig ist, wo es kalt ist, wo kein Licht herrscht, auf die Welt kommt, sagt er, er möchte auch in den Ecken deines Herzens und vielleicht sogar gerade in den Ecken deines Herzens auf die Welt kommen, in denen es dunkel ist, in denen nicht alles in Ordnung ist und in denen du das Gefühl hast, boah, ich krieg's einfach nicht mehr auf die Reihe. Und Paul Gerhardt äußert diesen Gedanken in diesem Lied so schön, dass er sagt, hey, ich möchte, dass du in mein Herz kommst, dass du, wie du damals auf die Welt gekommen bist, in einer zugigen Krippe, in der es dunkel ist, in der es links und rechts vielleicht auch den einen oder anderen Misthaufen hast, so sollst du in mein Herz kommen und gerade in die Ecken in meinem Herzen, die dunkel sind und wo ich eben nicht gerade perfekt bin und es mit deinem Licht erhält. Und das wünsche ich euch, dass ihr euch das, wenn ihr dieses Lied singt, dass ihr das spüren könnt, wie Jesus ganz neu in euch auf die Welt kommt und vielleicht sogar gerade in diesen Ecken in eurem Herzen, wo nicht alles in Ordnung ist. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat und du noch mehr sehen möchtest, gibt es in der Infobox noch mehr Links und auch Informationen. Wenn dir das Video gut gefallen hat, dann darfst du uns auch gerne einen Daumen nach oben geben und deinen Freunden von uns erzählen. In den Kommentaren können wir direkt Kontakt zu euch aufnehmen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst. Und wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert, damit ihr immer up to date bleibt. Vielen Dank und be blessed.